bleibst du dann, komm. Oh, Erich, servus, Heartbreaker. Ja, der Robin hat heute leider den etwas schwereren Part hier. Wir müssen das Ganze etwas abkürzen. Genau. Und zwar, heute geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, um das Thema Bremsscheiben. Und zwar wollen wir euch so ein bisschen durch die Evolution der Bremsscheibe quasi durchführen. Und haben uns gedacht, ja, wir fangen hier erstmal an, wie das damals war, einteilig, ohne Innenbelüftung, eine relativ dünne Scheibe, relativ klein. Genau, und das Ganze hier zweiteilig mit einem separaten Aluminiumkopf. Genau, im Prinzip dann mit einem speziellen Innenbelüftungssystem. Und da gehen wir mal auf die Vor- und Nachteile ein, haben auch einen Schnitt durchs Material für euch vorbereitet. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Genau. Sehr gut, Intro erledigt. Ich setze die Scheibe wieder ab und wir sehen uns gleich. Ja, servus Heartbreaker, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt hier mal was vorbereitet, was im Prinzip so ein bisschen die Evolution der Bremsscheibe erklärt. Wie eben schon im Intro gesehen, hier einmal eine relativ einfache, einteilige Scheibe, die ist auch relativ klein. Da können wir auch hier gerne mal messen. Müsste so um die 250 mm hat die. Das ist jetzt eine Scheibe von der Hinterachse, von einem Kleinwagen, deswegen auch Vierloch-Anbindung, was jetzt aber auch nicht sonderlich wichtig ist. Aber hier kann man halt eben schön erklären, wie sich das Ganze mal so über die Jahre verändert hat. Also die letzten Autos, die ich im Prinzip kenne, die diese Scheiben an der Vorderachse haben, ist glaube ich BMW E36, der 18 ES und sowas. Die haben das an der Vorderachse, Peugeot 206. Der eine oder andere kennt die Modelle. Da haben wir die sogar noch an der vorderen Achse. Problem ist jetzt natürlich, wir haben kein Innenbelüftungssystem. Das heißt, wir haben keine Luft, die in der Scheibe kühlen kann, beziehungsweise die Wärme ableiten kann. Und haben natürlich auch deswegen, weil die Scheibe halt auch sehr, sehr dünn ist, ein hohes Risiko eines Scheibenschlags, beziehungsweise bei Überbelastung der Scheibe, dass sie sich halt eben verziehen kann. Ja, genau. Also die gibt es halt dann eben für die Vorder- und für die Hinterachse. Das ist jetzt eben eher eine Hinterachse, kann man halt auch eher an dem Topf hier erkennen. Manchmal ist sogar noch eine Handbremsvariante hier innen in dem Topf ausgeführt. Bei der Variante ist das jetzt nicht der Fall. Genau. Dann geht es einmal weiter im Takt. Das ist dann schon ein bisschen weiterentwickelt, das Ganze. Das ist jetzt hier im Prinzip eine ganz normale, wenn man so schaut, eine ganz normale innenbelüftete Scheibe. 280 mm Durchmesser, die ist jetzt hier von einem Ford Focus, von der Vorderachse. Und genau, da kann man hier eben schön erkennen, diese Belüftungskanäle hier innen drin, die kann man schön erkennen. Und ja, man sieht, die Scheibe ist im Vergleich zur alten Scheibe deutlich dicker. Also wenn man das jetzt quasi hier so drauf hält, hat man die quasi mal zwei und der Rest ist Innenbelüftung, wenn man jetzt hier so schön schaut. Genau. Dann das Wichtige jetzt für euch. Wir haben das Ganze mal vorbereitet, dass man das hier abnehmen kann. Und zwar ist das im Prinzip die innere Belüftung, diese einzelnen Stege, wo quasi die Luft durch kann, wo die Kühlluft durchgeht, beziehungsweise wo die Luft halt die Wärme mit wegnimmt. Man sieht das hier auch nochmal auf dem Deckel, auf der anderen Seite natürlich genauso. Dieser Steg ist natürlich doppelt so hoch, jetzt ist natürlich genau mittig geteilt. Deswegen kann man das jetzt hier nicht 100% sehen, wie das ist von der Höhe. Diese Kanäle sieht man jetzt hier, wenn man von oben reinguckt, eigentlich relativ schön. Genau, jetzt in dem Fall hier 5-Loch-Anbindung, Vorderachse Ford Focus, genau, hatte ich eben schon gesagt. Von der inneren Seite im Prinzip genauso. Und man kann es hier schön sehen auch, dass im Prinzip hier wieder auch Austrittsfläche ist, beziehungsweise hier die Kanäle offen liegen, dass man hier durchschauen kann. Genau, das im Prinzip so mal als grobe Erklärung zu den verschiedenen Bremsscheibensystemen, die es so auf dem Markt gab oder halt auch gibt. Das ist im Prinzip ein unverändertes System, was es bis heute in den meisten Fahrzeugen so gibt. Relativ einfach und simpel. Der Vorteil für euch oder beziehungsweise für den Endkunde an sich ist natürlich, das ist natürlich deutlich günstiger als eine spezielle Motorsport-Variante oder sowas. Und für den Hersteller ist es natürlich auch günstig, weil diese Scheibe kann ich sowohl rechts als auch links montieren, weil diese Lüftungskanäle im Prinzip keine Richtungsgebundenheit besitzen. Und hier bei der Scheibe ist es sowieso egal. Wird bei einigen Fahrzeugen heute sogar immer noch an der Hinterachse verwendet. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich als nächstes einmal weiter rüber zu unseren Scheiben. Wie der Erich schon gesagt hat, geht es jetzt tatsächlich um unsere Scheiben. Wie ihr sehen könnt, haben wir mal den kompletten Werdegang von unseren Scheiben soweit mal ausgelegt. Hier könnt ihr sehen, das ist ein produziertes Gussteil. Ne? In Gussform wird das Ganze bei uns soweit produziert. So kommt das dann bei uns auch an, in der Zerspanung. Hier sind wir bei 405 mm Durchmesser.
Und wir haben eine Dicke von 40 mm. 4 cm Dicke. Jawohl. Na? Das nächste, was passiert ist, wir drehen die Scheiben natürlich schon auf Maß ab. In dem Sinne hier eine 370 x 35 mm Scheibe, wie man schön erkennen kann. Hier sieht man es auch ganz schön, dass es abgedreht worden ist. Eine vorher ein bisschen gröber, wie man hier erkennen kann. Und hier natürlich dann dementsprechend auch so ein bisschen schöner, glänzender. Ne? Sieht man auch ganz schön, wie die Maschine hier arbeitet. Jetzt kommen wir auch schon zum Topf und zur bearbeiteten Scheibe. Auf die Löcher gehen wir gleich nochmal ein, da wird der Erik und ich nochmal ein paar Wörter gleich verlieren. Und hier seht ihr natürlich auch nochmal den zweiteiligen Topf. Der Topf ist aus Aluminium, der wird dann hier dementsprechend verheiratet und wird dann nochmal hart eluxiert, schwarz hart eluxiert. Das sehen wir jetzt beispielsweise hier. Im letzten Schritt, wie ihr sehen könnt, ist es auch schon verheiratet, der Topf mit dem Reibring. Das Ganze nennt man dann logischerweise als Endprodukt Bremsscheibe. Ne? Also hier sprechen wir von Reibringen. Nochmal kurz zusammengefasst das Ganze. Ein Gussreibring, ein auf Maß abgedrehter Reibring, dann ein fertig bearbeiteter Reibring mit einem vorgefertigten Topf und dann hier tatsächlich die komplette Bremsscheibe mit schwarzem, hart eluxiertem Topf, der verheiratet wird mit dem Reibring und die sogenannte Bremsscheibe ergibt. Wir sehen uns gleich, wo Erik und ich schon mal kurz was erzählen werden über die Vorteile unserer Bremsscheibe. Ich werde euch gleich schon mal so ein bisschen was über die verschiedenen Applikationen erzählen, beziehungsweise für welche Fahrzeuge wir welche Bremsscheiben anbieten. Jo, Erik, und du? Genau, und ich erkläre euch jetzt im Prinzip gleich noch so ein bisschen was über das Belüftungssystem, über die Scheibe an sich und habe noch so einen kleinen, ich nenne es mal Versuch, eine kleine Verdeutlichung aufgebaut, mit der man dieses Belüftungssystem noch ein bisschen einfacher, greifbar für den Autonormalverbraucher rüberbringen kann. Ja, dann gehen wir gerade mal rüber, Erik. Machen wir es gerade ganz dynamisch. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, also jetzt hier wieder, wie ihr es eben auch gesehen habt, unsere quasi fertig entmontierte Scheibe. Jetzt haben wir hier einmal einen Schnitt durch die Scheibe gemacht. Wie gesagt, nicht wundern, der Größenunterschied. Es sind im Prinzip die gleichen Scheiben vom Innenleben auch, aber die gibt es natürlich in verschiedenen Durchmessern und verschiedenen Größen. Deswegen, wir können nicht immer alles direkt in den passenden Größen nebeneinander legen. Aber im Prinzip ist es hier genau dasselbe. Ja, man sieht jetzt schön diese doppelte Belüftung hier innen drin. Einmal so ein kleinerer Steg und einmal ein etwas größerer Steg. Im Prinzip muss man sich jetzt vorstellen, dass genau der gleiche Deckel von der anderen Seite nochmal drauf kommt. Und dann hat man die komplette Scheibe, so wie sie hier auf der linken Seite ist. Genau, folgendes. Man sieht es jetzt hier. Diese Belüftungen sind halt eben schön gebogen. Das ist eben unser richtungsgebundenes Belüftungssystem. Das heißt, es gibt eine linke und eine rechte Scheibe. Das heißt, wenn die dann nachher am Fahrzeug montiert ist, ich stelle es jetzt gerade mal so hin, das ist für die Kamera besser. Das heißt, wenn die Felge jetzt vorne rechts montiert wäre oder die Bremsscheibe jetzt vorne rechts montiert wäre, wäre das im Prinzip so die richtige Montageposition, dass eben die Luft dann so nach außen weg kann, in Fahrtrichtung jetzt quasi hier rüber. Und die gibt es dann eben auch nur einmal passend genau für die andere Seite, die Scheibe. So, jetzt, der eine oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben wir hier im Prinzip unsere Stege und die haben hier so Einkerbungen oder haben so eine Wellenform. So, und das ist im Prinzip deswegen, damit wir hier eine Oberflächenvergrößerung haben. Die einen sagen jetzt vielleicht, warum Oberflächenvergrößerung? Ihr nehmt doch Material weg. Deswegen habe ich jetzt hier drüben mal in Anführungsstrichen ein bisschen was zum Verdeutlichen aufgebaut. Und zwar, jetzt einfach mit zwei Gurtbändern versinnbildlicht, sage ich mal so. Die sind beide gleich, die haben beide die gleiche Länge. Aber das ist im Prinzip unsere Wellenstruktur, wie sie hier eben auf den Scheiben auch zu erkennen ist. Und das ist jetzt beispielsweise einfach eine ganz normale Struktur der Belüftungskanäle, wie wir es eben von der alten Bremsscheibe weil von dem Ford Focus gesehen haben. Der Robin kann es gerade noch mal kurz herholen. Ja genau, der Deckel reicht uns da, dass wir im Prinzip hier diese geradlinigen Lüftungskanäle haben. Es gibt auch Bremsscheiben, da sind die Lüftungskanäle wirklich durchgängig, quasi einfach so. Und ist jetzt hier bei dem ein bisschen anders, aber im Prinzip kann man erkennen, was ich damit meine. Einmal noch mal kurz zurück tun, bitte. Genau. So, wenn wir jetzt das Ganze hier nehmen, von wegen Oberflächenvergrößerung, dann ist es im Prinzip ganz einfach. Wenn ich das Ganze hier gerade ziehe, dann sieht man schon, dass wir eine deutlich größere Oberfläche haben, weil
unser Gurtband jetzt hier natürlich auf beiden Seiten sehr viel länger ist, auch wenn es jetzt eben in zusammengestauchter Form quasi, wenn es jetzt hier eben so lag, das ist ein bisschen störrig, wenn es jetzt hier eben so lag, die gleiche Länge hat, ja. Das ist im Prinzip die Erklärung dazu, warum braucht man diese größere Oberfläche. Diese größere Oberfläche braucht man einfach deshalb, damit wir mehr Wärme aufnehmen können. Als nächstes Erklärung, was haben die Löcher in unseren Scheiben für eine Bedeutung oder generell Löcher in Bremsscheiben für eine Bedeutung und eine Funktion. Jetzt einmal ungelochte Scheibe, Serienfahrzeug, gegenübergestellt einer von unseren Bremsscheiben, jetzt ohne Topf, aber das spielt jetzt ja für die Erklärung der Löcher keine Rolle. Ja, es ist wieder erwarten so, die meisten sagen immer, ja, Löcher für die bessere Belüftung. Nein, das ist es nicht. Die Löcher sind lediglich dafür da, um das Nassbremsverhalten zu verbessern und um den Belagstaub quasi schneller von der Scheibe abzuführen. Und zwar ist das ja relativ einfach zu verdeutlichen. Ich nehme jetzt mal hier gerade das Maßband. Wenn ich jetzt beispielsweise eine nasse Scheibe habe, die ist sowieso bei der Bremse, wenn ich im Nassen fahre, sowieso nicht sonderlich lang nass. Aber um das Ganze zu verdeutlichen, ich habe natürlich eine kürzere Strecke von Loch zu Loch, wie beispielsweise jetzt eben, wenn ich das Wasser komplett verdrängen müsste an den Rand der Scheibe jeweils, von der Mitte aus oder vom Rand hier rüber oder vom Rand hier rüber. Deswegen ist das jetzt hier nochmal ganz schön im Prinzip zu erkennen. Wir haben jetzt hier nur zum Verdeutlichen ungefähr 2 cm, auch ungefähr 2 bis 2,5 cm von Loch zu Loch, wie wenn ich jetzt beispielsweise von der Mitte der Scheibe nach innen sind es ungefähr 4 bis 5 cm das Wasser verdrängen müsste oder eben ja von der Mitte der Scheibe nach außen haben wir auch ungefähr 3,5 bis 4 cm das Wasser verdrängen müsste. Das ist im Prinzip einfach eine schnellere Art und Weise, das Wasser von der Scheibe wegzubekommen, die Scheibe trocken zu bekommen und somit wieder Bremsleistung aufzubauen. Und natürlich auch der anfallende Belagstaub, den ich natürlich habe, wenn mein Belag hier drauf reibt, um den von der Scheibe abzuführen, dass der im Prinzip auch keine Schicht bildet auf der Scheibe und beispielsweise dann eben die Beläge so weit zusetzt, dass die halt eben quietschen oder dass sie eben nicht mehr richtig bremsen. Das ist im Prinzip die Funktion der Löcher. Wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit dem Original, sieht man das halt eben auch ganz schön. Die Wege sind halt sehr weit und hier haben wir noch den Nachteil dazu. Hier haben wir den Topf noch angeschlossen. Das heißt, wenn unser Wasser nach innen weg will, kann ich das im Prinzip nicht mal durchleiten, sondern das muss komplett über den Topf verdampfen oder halt eben zwischen Alufelge und Radnabe irgendwie gedrückt werden, dass es weg ist. Im übertragenen Sinne natürlich. Das ist jetzt nicht so, dass da Unmengen an Wasser drauf sind, aber halt eben für die Erklärung. Und hier haben wir natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt hier unseren Topf hole, lege den hier drauf, habe ich jetzt hier auch den Vorteil, ich habe hier einmal Belüftungsöffnung und ich habe natürlich auch hier Fläche, wo das Wasser weg kann oder Kanäle, wo das Wasser auch wieder weg kann. Genau, das ist im Prinzip zum Erklärung der Löcher. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen was erzählen, für welche Fahrzeuge wir welche Bremsscheiben anbieten. Zum einen kann man sich das Ganze so vorstellen, wir bieten für diverse Applikationen, sei es Audi RS3, sei es Audi TTRS, sowohl der 8J als auch der 8S, der 8V und der 8J, bieten wir Replacement-Scheiben und Upgrade-Scheiben an. Sprich, der Bremssattel bleibt der originale. Bei dem Audi 8V, RS3 8V ist es ja beispielsweise die 8-Kolben-Anlage, bei dem 8P die 4-Kolben. Und wir verbauen einfach eine links- und rechts gebundene Scheibe. Verbauen wir. Ne? Einmal die 370-33er Replacement und einmal die Möglichkeit, auch das Ganze zu upgraden mit einem Zentimeter mehr Durchmesser. Und dafür werden dann auch Laserteile benötigt, dass auch der Bremssattel bzw. die Bremsscheibe auch in den Bremssattel soweit passt. Wir bieten nicht nur den Oschi hier soweit an. Wir haben einmal hier eine 460 x 38 mm Bremsscheibe. Die haben wir damals für einen Hammer H2 produziert, konstruiert und produziert, sondern wir bieten auch 322er mal 32 mm Scheiben für die Vorderachse an. Das sind unsere kleinsten Scheiben für die Vorderachse. 342 mal 34 mm, 370 mal 35, 380 mal 32, 380 mal 35, 392er tatsächlich auf den Audi RS3 8V. Das natürlich auch unter die Originalfelgen passt. Die 396, die wir anbieten, wäre dann tatsächlich zu überdimensioniert mit den 4 mm Durchmesser mehr und 402 mm Bremsscheiben. Also ihr seht, wir bieten sowohl für klein als auch groß an. Beim Minimum muss mindestens 17 Zoll Felgen gefahren werden, dass unsere 322 mm Bremsscheibe auch tatsächlich nur die Felge passt. Wenn ihr Fragen habt,
weitere Fragen zum Bremsscheiben. Meldet euch, schreibt es in die Kommentare, gebt ein Like, gebt ein Abo und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, Heartbreaker. Jawohl, von meiner Seite auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Ich hoffe, wir haben schon mal die ersten Fragen vorab beantworten können. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und ich springe jetzt mal die Scheibe wieder zurück. Genau.